So, wir sind wieder da. Es ist 21:44 Uhr. Ich habe mir eine Uhr geholt. Eine Uhr mit Digitalanzeige, wo ich jetzt sehr schön ablesen kann, wie lange wir noch haben. Und wir waren letztes Mal hier. Und wir gehen jetzt hier raus. Warten, irgendwas ist hier faul. Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Das Böse war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet. Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt. Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester, und die wütenden Angreifer entführten beide. Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Ja, traurige Geschichte. Okay, hinter uns brennt's, vor uns brennt's. Einziger Weg. Und wir müssen, wie uns unsere Kartenanzeige umsagt, wir müssen zu unserem Haus. Und nun ja, unser Vater ist tot, wie wir gerade gesehen haben. Und davon liegt er auch schon. Ja, und was haben wir jetzt? So, wir sind wieder da. Hätte nicht gedacht, dass dir das auf den Magen schlägt. Na los. Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Oakvale gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben, wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Komm mit mir. Ich bin Mace, Vorsteher der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort oder ein besseres Zuhause. Falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur wir haben. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein.
Gedanken. Oh, den Handfilm haben wir mal gleich. Für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald, aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Viele, viele Filme am Anfang. So, und wir haben den nächsten Tag. Die Sonne geht auf. Zeit zum Aufwachen. Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hörte sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's! So, jetzt kann ich auch wieder reden. Juhu! Also, am Anfang sind echt viele, viele Filme, aber das... Im Laufe des Spiels kommen da weniger Filme. Also, ich musste die Auflösung ändern, weil irgendwie mit niedrigerer Auflösung habe ich wenig Probleme in dem Spiel. Ich habe jetzt erstmal die Auflösung auf 800, Moment, ich kann es euch zeigen. Halt um 1 schlechter gemacht, auf 800 mal 600. Da ist zwar die Grafik leicht schlechter, wie man vielleicht sogar sieht, ja. Aber dafür geht die Aufnahme viel flüssiger. Also, das war es erstmal für Part 2. Und für heute. Weil wir haben es auch schon später. Und ich muss auch was anderes noch machen heute. Und nun ja, morgen geht's dann weiter. Das Training in der Gilde. Und wir werden wahrscheinlich noch erwachsen werden morgen. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dahin. Ciao.